Sehr geehrte Landtagspräsidentin, liebe Kollegen, sehr geehrte Frau Friedrich, die Prüfung der Wahlen durch uns als Parlament ist eines der zentralsten Elemente zum Schutz unserer Demokratie. In dem Moment, in dem wir diese Aufgabe nicht mehr wichtig nehmen, geben wir unsere Staatsform schutzlos jedem Angriff preis. Und in diesem Zusammenhang und nur in diesem Zusammenhang möchte ich die Aufrufe verstehen, die es vor der Wahl gegeben hat, als demokratischer Bürger in die Wahllokale zu gehen und an der Auszählung mit teilzunehmen. Und Herr Halder, auch wenn ich Sie sonst persönlich sehr schätze, an dieser Stelle muss ich Ihnen einfach massiv widersprechen. Sie sprechen von einem General. Wenn Bürger ihr demokratisches Wahlrecht oder ihr demokratisches Recht wahrnehmen, sprechen Sie von Generalverdacht und zutiefst undemokratisch. Das ist mit Verlaub lächerlich. Ich sage nur Skoll und denke an den Silvesterfilm. Ihr Name erinnert mich irgendwie an diesen einen Trinkspruch. Entschuldigen Sie bitte. Das Ganze, der Einwand von Herrn Halder, ist schlicht und einfach Blödsinn. Wenn wir einmal über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg hinausgehen, dann sehen wir die Vorgänge in Bremerhaven, wo es zu falschen Auszählungen gekommen ist, die AfD ein Mandat gekostet haben. Wenn wir nach Sachsen-Anhalt sehen, dann sehen wir, dass es dort beim vorläufigen Wahlergebnis einen Fehler gab, der glücklicherweise beim endgültigen amtlichen Wahlergebnis korrigiert worden ist. Und die Bundestag... Da komme ich am Schluss noch dazu. Und ich möchte nur am Rande Österreich, einmal kurz Österreich erwähnen. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz danken den Mitarbeitern vom Juristischen Dienst. Die Zusammenarbeit war sehr gut im Wahlprüfungsausschuss und die Unterstützung. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich möchte jetzt kurz auf diese 7 Einsprüche kommen. Die 7 Einsprüche sind geprüft worden und alle eindeutig rechtlich abgewiesen worden. Das ist gut so. Das zeigt mir vor allem, dass die Durchführung der Wahlen hier in Baden-Württemberg vorbildlich ist. Und da möchte ich ausdrücklich die vielen Wahlhelfer loben und für die hervorragende Arbeit danken. Und dasselbe gilt auch für unsere Landeswahlleiterin Frau Friedrich. Danke für Ihren Einsatz, Hochachtung für Ihre gute Arbeit und die Vorbereitung der Wahl. Es waren 5 Wahleinsprüche weniger als vor 5 Jahren. Die Tatsache, dass alle Einsprüche rechtlich einwandfrei abgewiesen werden konnten, heißt aber nicht, dass sie in ihrem Anliegen substanzlos gewesen wären. In einem der Wahleinsprüche ging es beispielsweise um die Platzvergabe für Infostände im Vorfeld der Landtagswahl. Der Einspruchsführende hat angemerkt, dass der AfD in Ulm wiederholt schlechtere Standplätze zugewiesen worden seien als anderen Parteien. Wie gesagt, der Einspruch ist abgewiesen worden. Wir müssen das nicht inhaltlich diskutieren, aber es ist einfach wichtig. Die gleiche Bereitstellung und der Erhalt bei den Wahlkampfbedingungen ist eine wichtige Voraussetzung unserer Demokratie. Und es ist wichtig, das auch in Zukunft zu erhalten. Und ich denke da an die zerstörten Plakate von nicht nur der AfD, auch anderen Parteien. Das ist eine furchtbare Sache. In einer Demokratie brauchen wir die politische die Möglichkeit, dass alle partizipieren können, wirklich ausnahmslos alle. Und auch die Meinungsbildung muss vor einer Wahl gewährleistet sein. Ein weiterer Einspruch stimmt mich persönlich nachdenklich. Das Landtagswahlgesetz schließt Personen, die für geschäftsunfähig befunden wurden, sprich für deren Besorgung aller Angelegenheiten ein Betreuer bestellt worden ist, von den Wahlen aus. Der Einspruch legt nahe, dass wir uns mit dieser Regelung vielleicht zu einfach machen. Die Gründe dafür, dass Menschen ihre Geschäftsfähigkeit verlieren, sind vielfältig. Und manchmal sind Menschen, die nicht mehr geschäftsfähig sind, trotzdem in der Lage, politische Zusammenhänge zu erkennen. Vielleicht manchmal sogar besser als manche geschäftsfähigen Menschen. Diese Frage, ob und in welchem Umfang es an dieser Stelle eine Änderung des Wahlgesetzes bedarf, nehme ich für mich in die Legislaturperiode mit. Es gibt bereits eine Studie, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, die diese Sache auch prüft. Und das ist gut so, wird wahrscheinlich auch vielleicht von anderen Fraktionen noch eingebracht werden. Und da bin ich auch dankbar für. Ist gut, sehr gut. In Zeiten der Toleranz, in Zeiten, in der überall Toleranz gefordert wird, sollten wir darüber nachdenken, ob das Gesetz an diesem Punkt nicht aus Vorurteilen geboren wurde.
Ich würde gerne auf die Frage des Abgeordneten Binder eingehen, wobei meine Redezeit jetzt abgelaufen ist. Ich überziehe vielleicht ein paar Sekunden mit Ihrer Erlaubnis. Als Wahlprüfungsvorsitzender im Ausschuss hier in Baden-Württemberg werde ich mich nicht interne Sachen in anderen Bundesländern einmischen. Ich bin aber ganz klar dafür, dass Dinge sorgfältig geprüft werden und da, wo Dinge nicht in Ordnung sind, auch bemängelt werden. Es wundert mich allerdings, dass in Sachsen nach 2 Jahren nach der Wahl immer noch keine Entscheidung getroffen ist. Und ich frage mich, warum der Wahlprüfungsausschuss da nicht in der Lage ist. Wir haben hier 2 Sitzungen gebraucht in Baden-Württemberg. Und die Frage ist der Sachverhalt so komplex? Oder gibt es andere Gründe, dass man vielleicht das taktisch kurz vor der Bundestagswahl reinbringen möchte, um da jemand eins auszuwischen? Oder aber, was ich noch viel eher glaube, dass die alten etablierten Parteien die Sorge haben, sich einfach nur schützen möchten, bei einer eventuellen neuen Wahl Mandate zu verlieren. Die CDU würde nach den aktuellen Fragen 7 bis 12 Mandate verlieren. Allein das ist ein Grund, keine Neuwahlen durchzuführen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.